Ja, das will ich noch. Ja. Wenn du keine Rollen hast. Ja, okay, das noch mal auf den Internet stehen können. Ja. Fertig? Okay. Ja, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel zwischen Wanderers und unseren Gästen aus Lindau. Für unsere Gäste darf ich begrüßen unseren Trainer Sebastian Buchwieser. Hallo. Servus. Für uns wie immer da unser Trainer Basti Wanner. Christi. Ja, das erste Wort gehört wie immer unseren Gästen nach dem, ja, kann man sagen, dramatischen Spiel. 4:6 am Ende durch den Internet, gerade in letzter Sekunde noch. Habt ihr gewonnen? Dein Statement zum Spiel? Ja, also ich habe schon oft in Germering gespielt. Ich habe schon relativ oft hier verloren. Germering ist immer der Underdog, aber in Germering ist es ganz, ganz schwierig jedes Mal. Da habe ich die Mannschaft eindringlich davor gewarnt. Gestern in der Spielersitzung und auch heute noch vor dem Spiel. Und im ersten Drittel haben sie dann die Warnungen auch ja, ernst genommen. Haben wir wirklich schön gespielt, war schöne Spielzüge. Der Aufbau hat gut geklappt und ich denke, da waren wir überlegen. Haben wir dann die Tore geschossen. Ja, und das hat uns nicht gut getan, das hat uns im Spiel nicht gut getan. 5:1 war zu viel für uns. Dann dachte man, naja, jetzt können wir dem durch die Beine spielen und hier den ein bisschen verarschen. Und du musst jeden Gegner immer respektieren. Und dann ist Germering zurück ins Spiel gekommen. Und dann wurde es von Minute zu Minute für uns schwieriger. Und ich bin heilfroh, dass wir das Spiel doch noch letztendlich dann glücklich, aber dennoch denke ich, aufgrund des ersten Drittels verdient, gewonnen haben. Okay. Du bist wahrscheinlich weniger glücklich. Bei mir ist es im Endeffekt genau umgedreht. Wir haben darüber geredet, die Woche schon auch vorm Spiel, dass Lindau läuferisch sehr stark ist, im Drittel immer viel unterwegs ist, viele Scheiben einfach in die Slotzone bringt, wo wir bei den Spielen gegen Lindau immer Probleme hatten und auch Tore bekommen haben. Und im Endeffekt war es heute auch so. Sie sind mit viel zu viel Tempo durch die neutrale Zone gekommen. Und im Drittel auch war man nicht eng genug beim Mann. Danach haben wir das alles ein bisschen umgestellt und haben auch mehr gekämpft. Wir haben als Mannschaft sind wir enger zusammengerückt, immer wieder durch die Personalsituation geschuldet. Fehlt nochmal ein Verteidiger, Martin auch gesperrt und das hat halt nicht gleich zum Schluss. Du hast schon mal das letzte Mal angesprochen, wir müssen halt mal 60 Minuten gut spielen. Heute hat es wieder bloß, diesmal hat es 40 Minuten immerhin schon mal geklappt und nicht bloß 20 oder 25. Aber woran fehlt es da jetzt noch darüber? Ist das noch eine mentale Geschichte? Naja, Lindau ist jetzt nicht unbedingt irgendjemand. Also wenn ich jetzt Lindau oder Pfaffenhofen jetzt mal vergleiche, ist Lindau immer noch, Lindau gehört zu den Top 4. Mhm. Ja, auch von dem Material, was sie haben. Da ist es ganz schwer, 60 Minuten das zu spielen. Wir nehmen uns das vor, ja, es klappt halt noch nicht ganz, dass wir das 60 Minuten komplett durchziehen, ja, wir werden da weiter dran arbeiten und dann schauen wir weiter. Okay. Gibt es noch Fragen aus der Runde? Wenn wir nichts mehr haben, dann beenden wir die Pressekonferenz, wünschen euch eine gute Heimfahrt. Ja, danke. Und weiterhin viel Erfolg. Ciao. Ciao.